Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gefährliche Ferien, der 14. Teil der TKKG-Reihe mittlerweile schon. Wir haben echt schon einiges geschafft in den 2 Jahren und vielleicht seid ihr von Anfang an mit dabei oder vielleicht ist das hier auch das erste Let's Play, was ihr euch bei mir anschaut. Kann ja auch sein. Ja, die TKKG-Spiele sind immer etwas langsamer in den Ladebildschirmen, aber jetzt geht's los. Gefährliche Ferien heißt das Motto. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei uns strömt es gerade. Es regnet draußen und das schon seit mehreren Tagen. Und da kommt mir dieses Motto sehr gelegen. Diesmal geht's für unsere 4 Freunde nach Zypern. Die 4 von TKKG wollen Ferien machen, sich ein bisschen von dem anstrengenden Detektivleben erholen. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ferien vielleicht durch irgendetwas unterbrochen werden. Denn sonst wäre es ja kein TKKG-Fall. Und ich will gar nicht mehr lange drum rumschnacken. Ich gebe jetzt mal einfach mal meinen Namen ein. So, erstmal neues Mitglied. Natürlich, so viel Zeit muss sein. Und es darf gerne losgehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich. Sommerzeit, Urlaubszeit. Unsere TKKG-Freunde verbringen ihre Ferien auf Zypern, der wunderschönen Insel im Mittelmeer. In dem Küstenstädtchen Aia Napa werden sie bereits von Tims Mutter und ihrem Freund erwartet. Hallo TKKG. Hallo mein Sohn. Hattet ihr einen guten Flug? Ja, und jetzt sind wir gespannt, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Und, wie sind eure Zimmer? Wunderbar. Und wir sollen euch wirklich kein bisschen finanzielle Unterstützung geben? Klößchens Vater hat schon das Geld für den Flug springen lassen. Den Rest bezahlen wir. Zelten ist ja nicht so teuer. Wie kommt ihr mit eurem Bericht über die Osterweiterung der EU voran? Bestens. Aber vor allem freuen wir uns nun, dass ihr auch hier seid. Und am Ende der Ferien unternehmen wir alle zusammen was. Oh ja, prima. Super. Toll. Ja, das wird schön. Vorerst findet ihr uns beim alten Kloster. Wir recherchieren dort... Alles ums Kloster herum ist sehr modern. Die vielen Diskos ziehen junge Leute aus aller Welt an. Naja, grüßt mir Justin vom Cyclub, falls ihr ihn trefft. Das ist ein netter Bursche. Und seid bitte vorsichtig an der Felsküste. Der Blick zu den Seegrotten hinunter ist nicht ganz ungefährlich. Den schönsten Ausblick müsste man vom Tafelberg am Kap Krikow haben. Der Hafen ist auch hübsch. Da weht immer ein angenehmes Lüftchen. Wenn ihr schöne Töpferware seht, sagt Bescheid. Wir suchen etwas für unser Apartment in New York. So, das sollte reichen. Wir wollen auch bald los. Alles klar, ihr Turteltauben. Ihr kommt schon zurecht. Und stolpert nicht gleich über einen neuen Fall. Auch Detektive brauchen Urlaub. Da ist etwas, was ich euch sagen muss. Unsere Finanzlage ist leider gar nicht so rosig. Das Campen ist viel teurer, als wir gedacht haben und verschlingt fast unsere ganze Kohle. Mist! Tut mir wirklich leid, wir werden uns einschränken müssen. Karl hat wohl nicht zufällig ein paar Geldbündel in seinem Köfferchen? Nee. In diesem Köfferchen sind nur ein paar Dinge, die uns in Zukunft bei der Detektivarbeit helfen können. Mensch, wir sind doch im Urlaub. Hier weiß sowieso keiner, dass wir daheim bekannte Detektive sind. Shignomi, stimmt das? Ihr seid Detektive? Bitte helft mir. Ein Gästesafe wurde aufgebrochen. Ich heiße Nico. Ich leite das Nisi Garden. Ah, Sie sind das. Dann sind Sie auch verantwortlich für diese Preise. Man soll hier fürs Campen am Strand gleich 4-fach zahlen, wenn man zu viert ist? Das ist wirklich Abzocke. Oh, na da findet sich vielleicht noch eine Regelung. Ihr seid also Detektive. Ihr könnt mir vielleicht helfen. Der Gast, der den Safe gemietet hat, ist auf einer Mini-Kreuzfahrt nach Ägypten. Vielleicht lässt sich der Vorfall, Sie meinen vor seiner Rückkehr aufklären? Ich glaube, er meint vertuschen, damit der Gast nichts merkt. Wir vertuschen nie etwas, sondern klären höchstens auf. Wissen Sie was? Lassen Sie uns umsonst zelten und ich verspreche auch im Namen von Karl und Gabi, dass wir uns die Sache wenigstens mal ansehen. Ah, Endaxi. Einverstanden. Aber bitte kommt mit euren Untersuchungen nicht alle auf einmal. Das ist zu auffällig, wegen der Gäste. So, und nun zeige ich euch erstmal, wo ihr campen könnt.
Auf Kosten des Hauses selbstverständlich. Na, das hören unsere Freunde gern. Keine Frage, dass Karl und Gabi mit dabei sind und unsere TKKG-Freunde alles daran setzen werden, um die Abmachung einzuhalten. So, das war ja ein neuer Erzähler. Hätte ich mich vielleicht mal schlau machen müssen, aber das hat mich gerade wirklich überrascht. Das fand ich aber trotzdem, hat er gut vorgelesen. Ja, um das kurz zusammenzufassen, ja, TKKG mal wieder über alle Maßen bescheiden. Da wollten die nicht mal Geld annehmen vom scheinbar reichen Freund von Tims Mutter. Ja, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Allerdings haben sie ja jetzt einen Weg gefunden, für umsonst zu campen. Und es scheint hier zu sein, das Camplager. Ihr seht auch die Karte komplett anders. Weder die Karte von den ersten 10 Spielen, noch diese einfache, schlichte Karte aus den moderneren Spielen, sondern eine Mischung, würde ich sagen. Und diesmal natürlich geht es um diese griechische Insel und eine ganze Menge Schauplätze. Ach ja, und was ich ziemlich witzig fand, ist, dass der Herr gesagt hatte, dass wir nicht alle zu viert auf einmal kommen sollen. Na, das spielt der Mechanik von TKG ja ganz gut in die Hände. Ja, das wäre dann ja auch zu einfach, würde ich mal sagen. Schauen wir doch mal, was wir in der Tasche haben. Ja, davon bin ich ausgegangen. Nichts nämlich. Die ist gähnend leer. Und Notizen haben wir eine. Oh Gott, jetzt muss ich wieder was vorlesen. Im Hotel Nissi Garden wurde ein Gäste-Safe aufgebrochen. Nico, der Geschäftsleiter, fürchtet um den Ruf des Hauses. Er sagt, der Gast, der den Safe gemietet hat, sei auf einer Mini-Kreuzfahrt. Nico hat uns gebeten, das Verbrechen vor dessen Rückkehr aufzuklären. Ja, genau. Wir sollten es eigentlich erst vertuschen und was ja aufs Gleiche hinausläuft, ist, wenn wir das vor seiner Rückkehr aufklären. Hoffentlich war da nichts Wertvolles drin. Aber ich lasse die Jungs und Mädels sich nochmal vorstellen, weil ich denke, in diesem Teil haben die sich da Mühe gegeben. Hi. Eigentlich heiße ich Peter Carsten, aber ich nenne mich Tim. Ich wohne im Internat. Meine Mutter Susanne arbeitet oft in New York als Fernsehjournalistin, zusammen mit einem Kollegen. Mein Vater war Diplom-Ingenieur. Er ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Da war ich fast 8. Mutti hat sich endlich wieder verliebt. In ihren Kollegen. Wir nennen ihn Champ. Champ unterstützt Susanne, wo er nur kann. Er spielt gern Baseball. Ich halte mich eher an Karate und Volleyball. An erster Stelle kommt aber meine Freundin Gabi. Was anderes zu behaupten, wäre ungerecht. Und wenn ich eins hasse, dann Ungerechtigkeit. Tja, das ist der gute Tim. Alias Peter Carsten, aka Tarzan. Und hier haben wir... Hallo, mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, denn ich speichere alles haargenau in meinem Oberstübchen ab. Ich trage eine Nickelbrille und tüftel gern an Dingen, die uns bei der Detektivarbeit nützlich sein können. Harte körperliche Einsätze überlasse ich unserem Häuptling. Tim sitzt in der 9B direkt neben mir. Ich wohne aber bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Meine Eltern waren sofort einverstanden, dass ich mit meinen Freunden zum Zelten fahre. Kein Wunder bei dem Zeugnis. Tja, bescheiden ist der Karl auch, wie ihr bemerkt habt. Und das hier ist... Ich heiße Willi Sauerlich. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Mein Vater leitet eine Schokoladenfabrik. In der Villa meiner Eltern wurde es mir zu langweilig. Darum wohne ich im Internat und teile mir ein Zimmer mit Tim. Unser Adlernest. Mein Vater möchte, dass ich die Fabrik mal übernehme. An guten Ratschlägen mangelt es im Hause Sauerlich so wenig wie an Schokolade. Willi, pass auf, wenn du in die Sonne gehst. Willi, hör auf das, was Tims Mutter sagt. Wenigstens haben meine Eltern eine Finanzspritze gewährt. Für den TKKG-Flug nach Zypern. Denn dort verbringen wir unsere Ferien. Unter Aufsicht von Frau Carsten, Susanne. Tja, und er hat natürlich auch gegen die Sonne eine wunderschöne, formschöne und elegante Cap dabei. Ich dachte, sowas gibt's gar nicht mehr, aber das Spiel ist ja auch etwas älter. Naja, er kann's ja tragen, ne? Ich heiße Gabi Glockner und werde auch die Pfote genannt, weil ich mir von jedem Hund die Pfote geben lasse. Ich mag Tiere furchtbar gern. Mein Favorit ist natürlich Oscar, mein schwarz-weißer Cockerspaniel. Papi ist Kriminalkommissar und Mami besitzt ein kleines Lebensmittelgeschäft. Ich besuche die gleiche Klasse wie Tim, die 9B. Wir gehen miteinander. Endlich verreisen wir auch gemeinsam. Oskar muss in den Sommerferien zu Hause bleiben. Aber Karl und Klößchen kommen mit nach Zypern, wo wir auch Tims Mutter und ihren Freund treffen.
Ich habe mich schon über griechische Mythologie schlau gemacht. Da geht es um die alte Götterwelt und viele sagenhafte Geschichten. Ich bin sicher, mit Tim zusammen wird das super romantisch. Ja, das ist Gabi Glockner. Und Tim und sie gehen zusammen. Eine sehr blumige Beschreibung für das, was die miteinander haben. Naja, was auch immer. Wir sind jetzt wieder hier aus unserem Schlaf erwacht, wo die sich vorgestellt haben. Und wir gucken, glaube ich, mal zum Ort des Geschehens. Zum Hotel Nissigarten mit Tim. Hallo, unser Platz am Strand ist sehr schön. Es freut mich, dass er euch gefällt. Achso, das war's schon mit dem Gespräch. Aber da kommt auch direkt ein bisschen Urlaubsstimmung auf. Ich war allerdings noch nie in Griechenland. Aber so stelle ich mir das da durchaus vor. Und der Mauszeiger ist ein bisschen seltsam. Der ist komplett anders. Und ich frage mich, ob ihr den sehen könnt. Ich halte ihn gerade hier auf den netten Herrn. Weil manchmal habe ich das Problem gehabt, dass man im Video später den Mauszeiger nicht sehen konnte. Ja, ich entschuldige mich dafür, wenn es der Fall ist. Bleibt die Rezeption manchmal unbeaufsichtigt? Nun ja, auch ich habe menschliche Bedürfnisse. Dieser kleine Einbruch muss sehr schnell gegangen sein. Ja, ganz schön unverfroren. Ja, hier wurde eingebrochen. Schauen wir uns gleich nochmal an. Was geht denn alles noch? Ja, gucken wir uns das Schließfach mal an. Da sind also die hoteleigenen Safes. Schließfächer haben ja alte Tradition im TKKG-Adventure-Spiel. Wir erinnern uns an Katjas Geheimnis. Also ich kann da nichts erkennen. Und gab es noch andere TKKG-Titel, in denen Schließfächer eine Rolle spielten? Ich bin mir sicher, ihr findet noch das ein oder andere Beispiel. Schreibt das doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch erinnert. Ein ganz gewöhnlicher Riegel. Und er lässt sich bewegen. Daran ist nichts manipuliert worden. Okay. Und was war drin im Schließfach? Ist das was? Das lässt sich aus der Entfernung aber schwer ausmachen. Ja, dann geh doch näher ran. Auf jeden Fall, die Nummer ist 124. Kann ja sein, dass das noch von Bedeutung ist. Vielleicht sollte ich mir das notieren. Mache ich also selten. Das ist ein Bild von einer Madonna, kann das sein? Oh, die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Auf eine Holztafel gemalt. So ein Bild nennt man Ikone. Wenn sie uralt wäre, hätte sie einen ganz schönen Wert. Aber dann würde sie wohl kaum hier hängen. Also doch keine Madonna. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand unter euch, der mir den Unterschied erklären kann. Vielleicht ist es auch dasselbe. Nach draußen können wir auch noch. Hier oben ist ein Kater. Auch Katzen haben Tradition in TKKG. Also vielleicht haben wir einiges zusammengewürfelt, was die Reihe ausmacht. Geschmack hat Champ. Das muss man ihm lassen. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus hier. War das ein Kolibri? Nee, hier ist ein Schmetterling zu sehen, eine Ente. Ist ein bisschen wie ein Wimmelbildspiel. Hier sind Bienen. Da hinten war ein Vogel. Ist ja wie im Zoo hier. Machen können wir aber nichts. Na gut. Oh, aber ich mag diese Stimmung von dem Spiel. Freut mich. So habe ich das erwartet. Ach, super. Ich fand das schon die Atmosphäre im Vorgängerspiel in Zelle 13 super, aber auf eine ganz andere Weise. Hier ist es eher so eine gemütliche Urlaubsstimmung. Ist jemand vom Personal vorbestraft oder so? Selbstverständlich nicht. Ein guter Detektiv muss halt jede Möglichkeit in Erwägung ziehen. Aber besonders professionell gefragt, Tim. Muss ich ja sagen. So, dann mit Karl nochmal das Ganze. Mir wird ja vorgeworfen, ich spiele zu... Was ist der so still? In der Vorsaison hält sich die Lärmbelästigung in Grenzen. Zu organisiert und zu vorhersehbar. Aber das liegt halt ganz einfach daran, dass ich nicht zu jedem Ort 10.000 Mal wiederkommen möchte und jede Frage immer dreimal stelle. Ich möchte halt
die Übersicht behalten und für ein Let's Play finde ich das recht wichtig. Wie heißt der Mann, der den Safe gemietet hat? Sein Name ist Martin Bonks. 50 Jahre alt, circa 1,80 groß, ein Deutscher und seit gestern abwesend. Ach ja, auf Mini-Kreuzfahrt. Das sagten Sie bereits. Ein Deutscher also. Das ist also schon mal ein Anhaltspunkt. Welcher Safe ist nun aufgebrochen worden? Boah, das sieht... Boah, das weiß ich nicht. Das muss ja dieser Safe gewesen sein, weil der unterscheidet sich ja von den anderen extrem. Alle anderen sehen ja gleich aus. Ah, das ist eine dieser verzierten Holztafeln, mit denen sich gläubige Menschen den Heiligen näher fühlen. Es könnte allerdings auch dieser Safe gewesen sein, hier mit der 124, aber das halte ich für weit hergeholt. Mann, da muss man ja zweimal hinsehen, um einen Einbruch zu erkennen. Ja, allerdings, Karl. Hier ist das Teil, in das der Riegel normalerweise einschnappt. Wie sieht es hier mit Spuren aus? Es sieht schon kaputt aus. Also, das wird auf irgendeine Art und Weise aufgebrochen worden sein. Dem Riegel ist nichts auszusetzen. Das Schloss ist intakt. Naja, vielleicht hatte der Räuber, nenne ich ihn jetzt mal, vielleicht ja sogar den Schlüssel dazu. Aber es sieht schon ein bisschen kaputt aus. So, gehen wir auch nochmal raus. Ich möchte nicht wissen, wie teuer hier ein Zimmer ist. Ja, die haben ja auch so ein richtig aufwendiges Hauslogo. Sieht ja recht schick aus, ne? Aber auch hier, glaube ich, nichts weiter zu entdecken. Machen wir das Ganze nochmal. Wir haben ja noch eine Frage zu stellen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Fingerabdrücke beseitigt haben? Ich war gerade beim Reinigen, als mir auffiel, dass mit einem Safe etwas nicht stimmt. Hätte ich nicht geputzt, wäre die Tat sogar unbemerkt geblieben. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Tja, wenn er hier immer stehen würde, wäre das ja, glaube ich, kein Problem zu sehen, wenn da jemand was klaut. Aber offenbar steht er nicht immer da. Und hier nochmal das Hauslogo vom Hotel. Ja, haben wir hier alles gemacht, erstmal. Dann eben nochmal mit Willi. Diese Folge wird etwas länger. Hallo, Geschäftspartner. Hallo, Willi Sauerlich. Ihr denkt doch an unsere Abmachung. Klar, was ich sage, hat immer Gewicht. Boah, das... Da macht er sich ja selbst ein bisschen runter, oder? Oder nimmt er das mit Humor? Ich weiß ja nicht. Alles blitzblank. Eigentlich nimmt Willi seine Figur ja immer mit Humor. Gesunde Einstellung. Nummer 124. Das wird auch die Zimmernummer des Gastes sein. Ach, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, Willi. Muss das so sein? Tut mir leid wegen der Ironie. Doch wie geschmiert. Heute in diesem Let's Play, aber manchmal muss man das Ganze auch nicht so ernst nehmen. Und wir schauen uns nochmal das Gemälde an. Da muss ich gleich an Weihnachten denken. Und das bei dieser Affenhitze. An Weihnachten muss ich da ehrlich gesagt nicht denken. Auch wenn es mit der Weihnachtsgeschichte eng zusammenhängt. Aber... Wenn es am Strand nicht auszuhalten ist, kann man sich hier in die Fluten stürzen. Ja. Richtiger Wellengang ist da. Die Quietschente ist schon fast am Untergehen. So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Mit wem war der Bestohlene zusammen? Er war immer allein unterwegs. Aber ich erinnere mich, wie er zu seiner Kreuzfahrt aufbrach. Da stritt er sich vor dem Hotel mit einem Mann, dem das wohl nicht recht war. Offenbar ließ er sich vertrösten. Das war so ein eingebildeter Schnösel. Danach habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ich frage mich, ob sich der Streit nicht um das drehte, was im Safe deponiert war. Ja, das weiß man nicht. Ich habe hier die ganze Zeit auf die Pflanze gestarrt, während die beiden sich unterhalten haben. Und das könnte so eine fleischfressende Fliegenfalle sein, oder? So eine, die mit Geruch die Fliegen anlockt. Hatte ich ja mal so eine Venusfliegenfalle bei mir zu Hause. Die hat es aber nicht lange überlebt. Aber eine Fliege hatte ich schon mal gefangen, also so ist es nicht. Was ist, wenn ein Gast von Ausflügen nicht zurückkehrt? Dann bin ich wohl oder übel gezwungen, die Polizei einzuschalten. Es muss sich ja nicht um ein Verbrechen handeln. Es könnte sich ja auch ein Unfall ereignet haben. Oder man hat sich plötzlich umentschieden und möchte gar nicht mehr in Griechenland sein. So, mit Gabi nochmal. Hallo Nico, haben Sie den Safe schon reparieren lassen? Oh nein,
Das leite ich erst in die Wege, wenn ihr Erfolge vorzuweisen habt. Verstehe. Ja, die Erfolge werden nicht lange auf sich warten lassen. Hoffe ich zumindest. Ja, das Ganze nochmal mit Karl. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Manchen solcher heiligen Bilder werden große Wunder nachgesagt. Darum ist den Gläubigen kein Weg zu weit, um zu ihnen zu beten und sie sogar zu küssen. Ich glaube, ich schaue nochmal nach, was das hier für eine Pflanze sein könnte. Gleich in der Pause. Und ich glaube, ja, die Pause setze ich auch jetzt ein. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt hier bei der ersten Folge von Gefährliche Ferien. Und würde mich weiterhin freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.